Das ist ja mal eine Leistung. So, wie war das? Jetzt muss ich hier rüber. Hui. Einmal, zweimal. Dreimal. Und ja, ging gut. So, und hier war dieses Bild. Jetzt muss ich... Ah, da kann man schon rein. Ja, klar, ich wusste es doch. Und eine Goldkatze und Gold. Her da. Juhu, goldene Glückskatze. Ich bekomme ein neues Herz. Also, ich meine, ja, ein neues Herz bekommt der Gomon jetzt nicht so mit Herz-OP oder so. Nein, 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 nein. Einen neuen Energie-Herz-Teil da unten am unteren Bildschirmrand hat mir vielleicht gesehen. Und hier wieder die tanzenden Strumpfhosen brauchen wir jetzt nicht. Denn es geht hier weiter. Ja. Und es geht hier noch weiter. Also hier links, rechts warme. Ausnahmsweise mal nicht. Nur oben. Wow. Kleine Terrorpuppe. Kannst mich mal. Oh nein, das sieht mir jetzt stark nach einem Labyrinth aus. Oder auch nicht. Hier geht's runter. Hier. Oh. Aber eine Menge neuer Gegner sind hier, muss man schon mal sagen. Gut, ich gucke mal hier rein. Vermutlich hätte ich jetzt vorne sicherlich eine Silberglückskatze bekommen oder sowas. Aber gut. Ich meine, wir haben ja sowieso haufenweise Glückskatzen liegen gelassen. Okay, hier geht's weiter. Oh mein Gott. Gut, hier könnte man leicht dämlich werden, wenn man sich das länger ansieht hier. Aber Gomon ist sowas gewohnt, gewohnt, gewohnt. Es ist ja auch richtig gefährlich, muss ich mal sagen. Hier mit den Löchern, so Sprung. Jetzt warten wir hier mal kurz. Ja, das geht sich ganz knapp aus. Und raus hier, sonst komme ich noch einen Anfall, das will ich auch nicht. So, oh, eine Tür und ein Schild. Peach Mountain Haupthalle, Eingang. Toll. Ich will speichern. Wieso kann ich hier nicht speichern? Verdammt. Gucken wir mal rein. Oh. Alles ist dunkel. Eine Bühne. Was passiert? Dance. Willkommen. Willkommen auf unserer Bühne. Lala. Fernandes. Ich bin nicht Fernandes, verstehst du? Tja, wie du meinst. Das wird dein letzter Stopp sein. Was meinst du? Heute ist der Tag, an dem du Experience bekommst, also erfahren bekommst oder deine Erfahrung kennenlernst. Nein, so war es gemeint. Ich sag den Satz jetzt nochmal, liebe Leute. Heute ist der Tag, an dem du unsere Erfahrung... Nee, ich sag den Satz nochmal. Heute ist der Tag, an dem du erfahren wirst, wie unsere geheimen Kräfte sind. Das war jetzt auch ein komplett blöder Satz, es tut mir leid, Leute. Vielleicht mache ich ja Untertitel mit der wirklich toll. Der richtige Übersetzung könnte sein. Wobei eher nicht. Was ist diese... Ja, diese... Ich übersetze den Satz nicht. Ich weiß, ich werde nachlässig. Ich weiß nicht, welche geheime Kraft, sprechen, aber die können uns ohnehin nicht besiegen. Ja! Recht hast du! Ich sehe keinen Weg, wie die uns besiegen könnten. Absolut keinen! Nein! Seid euch selbst nicht so sicher, ja? Passt auf. Alles, was wir tun müssen, ist unsere beiden Kräfte zusammenzufügen und dann werden wir euch besiegen. La la la. Und ihr... Nein, das ist eine Frauenstimme. Und ihr werdet Geschichte sein. Wir werden jetzt starten. Wir werden euch
Ja, wir werden euch eure eigenen Stirb-Langsam-Fans machen. Ja, das werden wir. Stirb-Langsam-Fans! Was? Hört zu! Ja, hört zu! Hört uns bei diesen Song zu! Beobachtet den Tanz, lala! Den Tanz der Peach Mountain Shoguns, lala! Haha, tralala! Ja, ho! Und Bühnenstück. Ich halte da mal die Klappe und trink mal schnell was, ne? Ja, das war jetzt richtig toll, oder? Oder auch nicht. Was war das jetzt bitte? Ich kann's nicht glauben. Ich wusste nicht. Aber ich denke, ich werde ein Stirb-Langsam-Fan von Dancing und Lily. Ja, ich verstehe die Scherze hier absolut nicht. Ich bin, glaub ich, zu blöd. Ah, komm schon, mach drei Augen auf. Hey, wo ist Dancing und diese Typen jetzt hin verschwunden? Das kann ja nicht sein. Wackel, 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 wackel. Alarm. Was in aller Welt? Tja, und wieder ein Countdown. T-minus 120 Sekunden. Ah, diese Schweine. Also, ich weiß nicht, ob das heißt, egal. Die haben die Zeitbombe wieder aktiviert und sind abgehauen. T-minus 100 Sekunden. Ich lasse die nicht entkommen. Willst du speichern? Ja, ich will speichern, das ist schön. Speichern. Gott sei Dank. Ich habe nämlich die ganze Zeit jetzt schon Angst, dass hier irgendwie wieder das Spiel abschmiert oder irgend sowas in die Richtung, weil das ist ja manchmal so unvorhergesehen. Deshalb bin ich froh um jeden Speicherpunkt. Und Leute, ihr wisst eh, was jetzt kommt. Ja, Gaumon schnappt sich die Tretermuschel und holt Impact. Ja, denn der ist auch im Weltall. Also was denn noch sonst? Und wieder Zwischensequenz und ich schalte mich nochmal auf stumm. Und ich melde mich wieder zurück. Ja, und jetzt, oh, wir sind hier auf dem Raumschiff und ich muss mich an die Steuerung wieder gewöhnen. Und diesmal zerdeppern wir ausnahmsweise mal keine japanischen Kleinstädte, sondern andere Sachen. Hier, die von den Peach Mountains hier so sind, so, ja, seltsame fliegende Dinge, Totems, Wände. Müssen wir auch zerdeppern, mehr Totems, also das ist alles so, sieht aus wie so Zeug aus dem Lager irgendwie, also ist wahrscheinlich jetzt von denen das Lager. Und ja,
Und dann kommt der finale Roboterkampf. So viel kann ich, glaube ich, verraten. Das wird dann das Ende sein. Oh, ich habe gespoilert. Es tut mir leid, Leute. Bitte hört weg, hört weg, wenn ich was sage. Obwohl, nee, das wäre doof, weil es ist ein Let's Play. Wenn mir hier keiner mehr zuhört, dann kann ich ja gleich Let's Stumm machen. Nur wenn das Spiel würde ja auch gehen. Schreibt es mal in die Comments, ob ihr das auch mal wollt. Let's Stumm, wo ich einfach nur, ja, spiele. Und ich nehme zwar mit auf, aber ihr hört dann nur die Tippgeräusche von der Tastatur. Das ist jetzt sicherlich auch eine nette Erfahrung. Oder wie es jetzt im neumodernen Deutsch heißt, eine nette Experience, ja? Weil Experience ist ja mittlerweile, mich knallt hier nach der Reihe rüber. Experience ist ja jetzt mittlerweile schon fast ein deutsches Wort. Also hier so in Firmen muss man dieses Wort kennen. Da gibt es einige so Wörter, die eigentlich Englisch sind, aber im deutschen Gebrauch quasi normal sind. Fällt mir nur spontan jetzt noch ein, Urlaub approven, ja, also es ist bei uns in der Firma ein Standardwort, wenn man Urlaub gehen will, muss man den nicht irgendwie, ja, beantragen muss man ihn schon, aber der wird dann nicht bestätigt vom Vorgesetzten, nein, der wird approved. Ja, aber jetzt zurück hier zum Hauptgeschehnis, denn hier ist, hier sind Soundfehler. Ich habe gerade einen irrsinnigen Frame-Drop. Ja, mal gucken, ob das, hoffentlich wird das, hoffentlich schmiert mir das Spiel jetzt hier nicht zwischendrin ab. Gut, ich muss hier, okay, verstehe. Solange das offen ist, muss ich hier schießen, dass das Zeug hält. Okay, und jetzt kann ich hier, gut. Es ist leider nach wie vor noch irgendwie soundmäßig, klingt das alles jetzt absolut nicht rosig. Tut mir leid, Leute. Aber, hilft nichts. Der Laser ist voll, das ist schön. Gut, wir sind wieder auf 50 Frames. Jetzt nicht mehr, jetzt sind wir wieder auf 40. Äußerst merkwürdig. Ja, ich befürchte, dass das den ganzen Kampf lang so bleibt. Befürchte ich jetzt fast. So, geht das dann jetzt wieder auf? Ne, jetzt kommen wir wieder da runter, okay. Das ist eigentlich der einzige Kampf, wo ich jetzt wirklich die Schüsse verwenden muss, denn sonst komme ich hier an diese, ja, diese tollen Blätter von diesem Pfirsich hier nicht ran. Ah, die Teile kann ich auch zuschießen, okay, gut zu wissen.